Hallo, mein Name ist Lars und willkommen zu Show the Flow. Heute geht es um unseren neuen Aquarienskimmer, den Crystal Skim. Den gibt es in zwei verschiedenen Größen und ich erkläre euch, was ist in der Box, was könnt ihr mit dem Gerät alles machen und vor allen Dingen, wie reinigt und pflegt ihr das Ganze. Nach dem Intro geht's los. Ja, womit fangen wir an? Erstmal schauen wir uns an, was denn so drin ist. Vom Inhalt sind die beiden her komplett identisch, deswegen fangen wir mal mit dem 600er an. Wenn wir das Ganze einmal aufmachen, seht ihr also hier direkt das Produkt. Dann eine Pinzette, wofür die ist, erkläre ich euch noch später. Und wenn wir das Ganze einmal hier rausnehmen, das Inlay hier einmal zur Seite legen, dann habt ihr hier darunter auch noch das Qualitätszertifikat, die Garantieunterlagen und natürlich eine Gebrauchsanleitung. Der Karton ist damit leer. Wie gesagt, beim 350er sieht es genauso aus. Wenn wir uns dann das Gerät dann einmal angucken, dann haben wir im Lieferumfang enthalten einmal die Aufsätze, bestehend aus dieser Krone, dem Floater oder dem Schwimmer selbst, dem Jungtierschutz und, dafür ist die Pinzette, auch ein Schwamm ist hier enthalten. Ja, und ansonsten seid ihr eigentlich schon ganz gut dabei. Der Motor sitzt hier drin entsprechend und die Halterung ist natürlich auch dabei. Dabei handelt es sich um eine Schlüssellochhalterung, womit ihr dann einfach rausklippen könnt und das Ganze entsprechend an der Wand mit den Saugnäpfen festmachen könnt. Kabel natürlich. Und das war's schon zum Lieferumfang. Mehr braucht ihr gar nicht. Ja, fix einmal wieder zusammengesetzt. Jetzt reden wir einmal darüber, was machen wir mit dem Gerät und vor allen Dingen, wie arbeiten wir mit dem Gerät. Dazu müsst ihr erstmal wissen, wie bringen wir das Gerät überhaupt an. Diese Schlüssellochhalterung ist also relativ simpel konzipiert eigentlich. Ihr müsst das Gerät einfach nur einmal nach oben ziehen und schon könnt ihr das Gerät rausnehmen. Ja, umgekehrt natürlich genauso. Vorteil dabei ist, ihr braucht die Halterung nur einmal anbringen und das Gerät unabhängig davon entnehmen. Ja, das ist also eine schöne Sache. Noch dazu habt ihr diese schöne Kabelschlaufe, die es euch ermöglicht, einfach das Kabel nach oben rauszuführen. So bleibt euch die Kabelschlaufe im Becken erspart und ihr habt mehr von eurem Becken. Das also dazu. Wo bringe ich die Halterung an, ist dann die nächste logische Frage. Und dazu muss man erstmal wissen, wie viel Wasserstand gleicht denn dieser Schwimmer aus. Bei dem Großen sind es so ungefähr 3 bis 4 cm. Also wenn ihr es ganz ausreizt, auch noch ein bisschen mehr. Dann wird es allerdings eine recht wackelige Angelegenheit. Also 3 bis 4 ist okay. Bei dem Kleinen sind es 2 bis 2,5. Das muss man einfach wissen, um dann die Halterung entsprechend richtig anbringen zu können. Und ja, sprechen wir mal über die Aufsätze. Ja, also der kann zwar so viel ausgleichen, aber was macht er denn überhaupt? Ja, wir haben jetzt diese ganzen kleinen Aufsätze hier. Wofür sind die da? Also der Schwimmer selbst, der zieht natürlich alles erstmal weg, was ihr an der Oberfläche habt. Also vor allen Dingen den Grobschmutz und so weiter, den saugt er sich dann da rein. Kleinere Teile werden dann vom integrierten Schwamm mit aufgefangen. Wollt ihr das aber noch ein bisschen feiner haben, nutzt ihr einfach den Jungtierschutz. Ja, also habt ihr zum Beispiel kleinere Fische, Garnelen, Nachwuchs und so weiter im Teich, im Aquarium, dann ist das auf jeden Fall der richtige Aufsatz für euch. Und ihr könnt den Zug einfach in das Gerät nochmal erhöhen, wenn ihr dann die Krone aufsetzt. Das ist modular aufgebaut, das heißt, ihr müsst nicht alles benutzen. Wenn ihr zum Beispiel nur die Krone verwenden wollt, könnt ihr den Jungtierschutz einfach wieder rausnehmen. Also alles kann, nichts muss an der Stelle. Wichtig an der Stelle noch zu erwähnen, ihr könnt auch einfach den Durchfluss anpassen. Also ist er euch zu stark, nehmt erstmal die Krone runter. Ist er euch immer noch zu stark, könnt ihr einfach, indem ihr den Schwimmer hier draufsetzt und nach links oder rechts, hier ist auch entsprechend ein Plus und Minus eingezeichnet, zieht, könnt ihr den Durchfluss erhöhen oder verringern. Ja, bei dem 600er ist das ungefähr von 300 bis 600 Litern. Bei den 350er ist es von 180 bis 350 Litern. Also ihr habt sehr viel Gestaltungsspielraum bei dem Gerät und die schönste Sache fast schon ist eigentlich die leise Arbeitsweise von dem Gerät. Egal auf welcher Einstellung oder mit welchen Aufsätzen ihr arbeitet, das ist euch auf jeden Fall gegeben. Ja. Als kleinen Energiespartipp möchte ich euch noch an die Hand geben, das Gerät muss nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche laufen. Ja, also ihr könnt das Ding 30 Minuten von mir aus eine Stunde am Tag laufen lassen. Das ist natürlich immer je nach Bedarf, ja, der Fall. Das müsst ihr dann einfach mal herausfinden, wie es für euch dann am besten läuft. Aber es muss halt eben nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche laufen. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig zu wissen. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist die Wartung und Reinigung.
Was gibt es da zu beachten? Also erstmal sprechen wir ja häufig über ein Reinigungsintervall. Das ist auf jeden Fall eine Frage, die wir häufig gestellt bekommen. Wie oft muss ich ihn reinigen? Und da kann ich euch ganz einfach sagen, je nach Bedarf. Das zu pauschalisieren, wie oft muss ich es jetzt reinigen, ja alle so und so viele Tage oder so und so viele Wochen, das wird nicht funktionieren. Das hängt nämlich immer davon ab, was habt ihr denn in eurem Becken? Habt ihr viel öliges Futter gefüttert und habt entsprechend häufig mit Karmhäuten zu kämpfen? Oder habt ihr viele Pflanzen und abgestorbene Pflanzenreste an der Oberfläche schwimmen? Dann kann das natürlich den Reinigungsintervall entsprechend verkürzen. Es kann aber auch sein, dass ihr da wochenlang gar nichts machen müsst, weil ihr einfach gar nicht die Notwendigkeit habt. Dementsprechend bleibe ich bei der Aussage, macht es je nach Bedarf. Ihr seht ja, wie er sich zusetzt, wie er arbeitet. Wichtig ist dann einfach nur, das ist nichts Kompliziertes, ihr nehmt einfach die gewählten Anbauteile ab, nehmt auch den Schwamm noch einmal raus, dafür ist wieder die Pinzette ganz praktisch, und alles einfach unter klarem Wasser einmal abspülen. Auch den Schwamm müsst ihr nur austauschen, sollte der mechanische Beschädigung aufweisen, ansonsten könnt ihr den bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag benutzen. Das Innere des Gehäuses auch einfach mit klarem Wasser ausspülen, genauso wie die Aufsätze, und dann alle halbe Jahr, also das solltet ihr dann einmal alle halbe Jahr machen, könnt ihr auch hier unten die Kappe lösen. Da sitzt nämlich der Motor mit dem Rotor drin. Und den Rotor, den könnt ihr einfach, das ist ein Magnet, den könnt ihr einfach rausziehen, auch einmal alles durchspülen, sauber machen, wieder einsetzen. Hier ist eine kleine Nase dran. Und dann könnt ihr das Ganze wieder zumachen. Und das war's auch schon. Mehr braucht ihr gar nicht zu wissen, mehr müsst ihr gar nicht machen. Setzt ihn ein, glücklich sein, das ist hier das Motto im Prinzip. Und ja, viel mehr bleibt mir gar nicht zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt uns gerne einen Kommentar. Ja, ihr könnt uns sonst auch telefonisch oder per Mail erreichen. Die Kontaktdaten dazu findet ihr wie immer auf unserer Homepage. Die habe ich euch auch unten mit reingepackt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Ansonsten, das war's mit Lars.